Es ist ein Balanceakt zwischen verlorenem Pokalfinale und Nationalmannschaft, zwischen Comebacklern, Rookies und Erfahrenen. Der gestrige Auftakt in das letzte Länderspielfenster der laufenden WM-Qualifikation hätte unterschiedlicher nicht laufen können. Doch was alle zu einen scheint, die Lust auf die letzten Pflichtspiele vor der Weltmeisterschaft im Sommer. Ich freue mich natürlich, dass es jetzt wieder losgeht. Es ist eine sehr wichtige Maßnahme für uns, weil die letzte jetzt vor der Weltmeisterschaft. Wir wollen natürlich auch hier wieder an die Leistung anknüpfen, die wir bis jetzt gezeigt haben und auch vielleicht ein paar Dinge ausprobieren, die dann richtungsweisend sind für die Weltmeisterschaft im Sommer. Und ja, wir haben zwei sehr, sehr wichtige und sehr gute Spiele. Starke Gegner, also wird eine sehr ernsthafte Woche. Einer, der besonders herzlich im Kreise der Nationalmannschaft zurückbegrüßt wurde, war Spanien-Legionär Paul Zipser, der nach überstandener knapp einjähriger Zwangspause zurück auf den Court kommt. Für ihn ein ganz besonderer Tag, weil er doch gleichzeitig auch seinen 25. Geburtstag feiern konnte. Mit dem wieder genesenen Körper soll es nun nur noch aufwärts gehen, auch wenn es mental noch etwas Zeit brauchen wird, wie er selbst zugibt. Also ich glaube, nachdem man jetzt so eine zweite, ein bisschen größere Verletzung gerade fast jetzt ein Jahr raus gewesen ist, da gibt es niemanden, der jetzt Draufgänger-Typ ist. Also es dauert erstmal eine Zeit, bis man ein paar Sachen abgelegt hat, ein paar Sicherheiten so, die vielleicht am Anfang auch nicht schlecht sind. Aber wie gesagt, jedes Spiel oder jedes ein bisschen härtere Training hilft mir, wieder zurückzukommen. Am Abend dann das erste Teamtraining in der Trainingshalle der Fraport Skyliners. Mit dabei auch zwei erst in diesem Jahrtausend geborene Jungs, die in der Liga bereits für Furore gesorgt haben. Jonas Matisek und Joshua Obiese. Gemeinsam mit Christian Senkfelder hoffen sie auf ihr Länderspieldebüt am Donnerstag. Für Obiese könnte dann auch der Wunsch in Erfüllung gehen, einen Spieler zu treffen, von dem er sich bereits viel abgeschaut hat. Maudolo, also auf den habe ich die letzten Jahre viel geschaut. War auch viel bei den Spielen in Bamberg oder wenn er in München gespielt hat, habe ich immer versucht zuzuschauen. Und ja, der ist leider noch nicht da, aber vielleicht sehe ich ihn ja noch. Der stößt am Samstag gemeinsam mit Teamkollege Danilo Bartel zur Mannschaft. Doch zunächst heißt es Balance finden für das erste Quali-Spiel am Donnerstag in Tel Aviv. Go, 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 go.